Herzlich willkommen zu Leier den Treiber Kochenmarkt. Tage nach der Ballermann. Dann sind wir wieder losbar. Im Insel Fieber. Ich bin schon bei der Fieber. In meiner Bauchtasche. Ich kann mich besser fahren. Wir sind Playa Olica, Malle jedes Jahr. Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Dienstag, der 2. April 2024. Wir sind wieder unterwegs auf Mallorca an der Playa de Palma. Wir haben Ostern hinter uns gelassen und haben heute rund 18 Grad, leichter Wind weht. Der große Sturm, ja, der letzten Tage, also es war echt teilweise sehr stürmisch hier, hat nachgelassen und ja, ab morgen klettern die Temperaturen dann noch auf 20 Grad und ein bisschen mehr. Für Samstag sind 25 Grad vorhergesagt, eben in der Zeitung gelesen steht sogar Mallorca 32 Grad, aber ich schätze mal, das wird dann eher Richtung Inselmitte passieren. Aber mal sehen, wie der Wind dreht. Ne? Aktuell sind ja die 25 Grad vorhergesagt und ja, ist ja auch schon sehr angenehm. Ja, Ostern haben wir hinter uns gebracht und ich muss sagen, mein Fazit war, ja, ich hätte echt mit mehr Leuten gerechnet an der Playa, aber ja, war halt Ostern, das Soft Opening aufeinander gefallen, waren halt doch viele Familien hier und die Flugpreise waren dann doch ja, für den einen oder anderen wohl ein bisschen zu teuer, kann ich nachvollziehen. Deswegen war jetzt nicht so das ganz große Partyvolk da, obwohl der Bierkönig und Megapark natürlich voll waren, aber ich habe auch mit mehr Leuten so auf den Straßen gerechnet. Aber okay, jetzt haben wir noch ungefähr 2 Wochen bis zum Bierkönig-Opening und dann wird es wahrscheinlich komplett voll werden. Ja, ansonsten, ja, alles top hier, schönes Wetter, halt mir. Ja, dann heute haben wir auch wieder Auftritte, hätte ich fast vergessen. In der MK-Arena sollte heute Killer Michel sein, habe ich zumindest mal gehört. Bislang habe ich keine aktuelle Info, ob er wirklich heute kommt. Mal sehen. Dann haben wir noch im Oberbayern ist angekündigt Ina Colada. Müssen wir gleich mal vorbeigehen. Ich habe jetzt keine Uhrzeit und weiß auch nicht, ob noch jemand auftritt. Dann haben wir im Bierkönig heute um 18 Uhr Nancy Frank und um 21 Uhr Rick Arena. Zu dem werde ich wahrscheinlich gehen. Zu Nancy wird es nicht schaffen. Ja, wir haben es gleich 3:15. Hat noch ein bisschen was zu tun. Ja, und dann haben wir halt noch im Megapark hatten wir heute um 12 Uhr die Annie. Dann um 17 Uhr ist auch Mischa von der Rampe. 20.30 Uhr Lukas Cordalis und um 22.30 Uhr die Atzen. Jo, sonst gibt es eigentlich nichts zu berichten, außer dass Ostern vorbei ist. Alles gut überstanden. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Liebe Grüße gehen raus und ich mache mich weg und wir gehen auch ein kleines bisschen spazieren hier an der Playa und laufen mal Richtung Arenal. Ja, hier sind wir jetzt gerade Höhe Balneario 8. Das haben immer noch nicht alle geöffnet. Ballermann, also Balneario 4, 6 und 8 haben geöffnet. Hinten Richtung Calpastilla weiß ich es nicht, da war ich die letzten Tage nicht. Mal gucken, ich werde da wohl morgen mal hingehen. Ich wollte mal wieder zur Baustelle Höhe Ballermann 13. Gucken, wie weit die da mittlerweile sind. Ja, ich schätze mal, in 2 Wochen, wenn der Bierkönig aufmacht, beziehungsweise das Opening ist, werden auch alle anderen Strandhütten geöffnet haben. Kleines bisschen erkältet bin ich auch immer noch. Es zieht sich halt immer, vor allem durch den Wind.
Ja, und für alle neuen Zuschauer, die noch nicht auf meinem Kanal waren, ihr seht da vorne rechts, sind da gelbe Kisten. Das waren früher die Bademeistertürme. Mittlerweile haben sie es ja neu gestaltet. War am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile hat man sich auch wieder dran gewöhnt an den Anblick. Also so sieht es hier aktuell aus. Die neuen Bademeisterhüttentürme. Hier sind wir gerade an der Bierstraße in Bonito oder am Bonito. Ja, meine Knobelrunde gestern im Bielefelder Pilzstübchen, immer montags um 17 Uhr, ist doch ja, ausgeglichen ausgefallen, mal gewonnen, mal verloren, hat Spaß gemacht. Monchi war auch da. Ja, und Monchi, der Kerl, der kann einfach quatschen, der kann einen echt tot labern. Ich mag ihn, ist ein lustiger Kerl. Aber der ist halt echt, hat so viel Energie, ist immer am Reden. Cooler Typ. Und der wird dann, glaube ich, wieder Boerbahn dieses Jahr auftreten. Aber es sind doch immer noch viele Familien hier, viele Kinder unterwegs. Sind ja auch noch Ferien, ne? Also.
Ja, bei schönem Frühlingswetter sind doch sehr viele wieder am Spazieren und auch einige am Strand. So, dann gehen wir gleich mal am Oberbern schauen, was die Auftrittszeiten heute sagen. Ich glaube nicht, dass nur ein Auftritt ist. Ja, da hängen auch zwei Plakate. Ja, dann haben wir Pina Colada und der Schäfer Heinrich ist heute da. Ach, der Schäfer. Ja, zum ersten Mal diese Saison, beide da jeweils. Pina Colada um 23 Uhr und der Schäfer um 1. Ja, hier am 5er vor Megapark ist immer noch abgesperrt. Wundert mich eigentlich, der Megapark hat auf, aber der 5er hat noch zu. Ja, und diese alten Badeweißertürme, einer liegt sogar noch hier. Am Zweier waren wir einmal mit dabei, wo sie den abtransportiert haben, aber den haben sie irgendwie, weiß ich, vergessen. Zumindest sind hier schon die Schirme aufgestellt, die Liegen sind parat. Ja,
hier gerade am Amrum Beach Club inklusive Minigolf. 54 Löcher kann man da spielen, wenn man will. Oder einfach nur 18. Ist echt sehr laut für ein Restaurant. Sieht man selten. Ja, gleich gehen wir mal am Hotel Dunas Blancas vorbei. Mal schauen, wie weit die mittlerweile da sind. Waren sie letzten Wochen noch wieder schwer am Arbeiten im Eingangsbereich. Was ist denn hier am Tango los? Diese neue Werbung oben dran. Sieht so aus. Haben die heute Ruhetag? Kann natürlich sein. Guck mal, diese Fahrradfahrer. Und Rollerfahrer. Ja, schauen wir mal beim Tango. Die haben eigentlich schon ein bisschen länger geöffnet jetzt die letzten Wochen. Das werden wir beobachten die nächsten Tage, was hier passiert. Hat gerade geschlossen. Was steht hier? Dienstag circa 18.34 Uhr geöffnet. Ja, weil heute Abend ist Fußball. Saarbrücken in Kaiserslautern, Pokal. So, also hier wird immer noch gearbeitet am Dunas Blancas. Sieht schon ganz schön wild aus. Ja, Totti! Guten Morgen! Hallo in Mallorca! Alles gut? Alles super! Sehr schön! Alles gut, gut! Immer weiter! Immer weiter! Ja, also. Vorsicht, Bus!
Ja, und mit diesen Eindrücken hier jetzt für Ballermann 2 am Dunas Blancas machen wir mal kurz einen Break und dann geht's später weiter. 17.15 Uhr, wir sind ungefähr so Höhe Ballermann 2 da vorne und ja, das schöne Wetter ist vorbei, die Sonne ist so gut wie weg. Ist doch ein bisschen wolkiger geworden und ja, ich schätze mal, im Sonnenuntergang wird es später schwierig werden. Ja, die Info habe ich jetzt bekommen. Killer Michel ist heute definitiv in der MK Arena eben schon gesichert worden im Latino. Da gehe ich gleich erstmal kurz hin. Aber ja, jetzt ohne Sonne, ein bisschen Wind ist doch schon ein bisschen frischer geworden. So, also ich gehe jetzt mal eben live bei YouTube. Ich hoffe, der Stream hält durch. Und ja, wenn ihr mal live sehen wollt, was hier an der Playa los ist, dann ja, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr über die Benachrichtigung, wenn ich live gehe. In der Hoffnung, dass ich nicht wieder in einem Funkloch bin, weil manchmal habe ich so, also Höhe Megapark und Ballermann 18, also kleine Funklöcher, dann ist das Internet erstmal gestört. Warum auch immer, ich kann es mir nicht erklären. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt mal live bei YouTube und dann geht es später weiter, spätestens im Bierkönig mit Rick Arena. 20.07 Uhr. In 6 Minuten haben wir Sonnenuntergang, aber zu viele Wolken. Fuck, man sieht sie gar nicht. Stehe ich echt blöd. Ja, ich meine, sieht da trotzdem gut aus, aber den richtigen Sonnenuntergang kriegen wir heute nicht zu sehen. Naja gut, so zum Ende sieht es doch noch ein bisschen besser aus wie gedacht. So, und von hier aus gehen wir jetzt mal eben ins Latino und dann geht's in den Bierkönig zum Rick. So, auf dem Weg ins Latino, da oben ist die Leinwand, da wird gleich Fußball geguckt. Ja. Sieht da ganz gut aus hier gefüllt. Ist noch ein bisschen bis zum Anpfiff. Dann gehen wir mal ganz kurz am Sommerland vorbei. Sieht auch heute schon wieder noch ein kleines bisschen aufgeräumter aus wie gestern. Ja, noch genau 13 Tage, dann macht das Sommerland auf. Ja, wen hätte man denn da? Hallo. Ja. Ja.
Du bist im Fernsehen. Adios. So, wir haben jetzt 21:15 Uhr. Ich habe gerade erfahren, DJ Cash hat mir gesagt, Rick Arena fängt nach dem Fußball an. Ja, ich war gerade am Sprung gewesen Richtung Bierkönig. Na gut, dann bleiben wir noch mal kurz zum Latino. Gucken Fußball zu Ende und dann geht es danach in den Bierkönig zum Rick. Ja, wird wahrscheinlich auch keinen Sinn machen. DFB-Pokal, Halbfinale, das wollen die meisten gucken. Also nochmal kurz ins Latino und dann geht es nach dem Fußball zack, zack, rüber in den Bierkönig zum Rick. So, wir haben jetzt 22:55 Uhr. Jetzt gleich geht es wahrscheinlich los mit Rick Arena. Hat sich ein bisschen verzögert durchs Fußballspiel. Saarbrücken hat verloren gegen Kaiserslautern. Kaiserslautern kann nach Europa gehen, wenn Leverkusen morgen gewinnt gegen gegen Düsseldorf. Also das Kölner, ist mir eigentlich scheißegal, wer gewinnt. Ich mag beide nicht. Ja, jetzt gehen wir mal rein im Bierkönig und schauen wir mal, was der Rick da abliefert. Und dann schau ich mal, wie voll es ist. Sah jetzt gar nicht so voll aus, als ich reingeguckt habe, aber lass uns überraschen und dann gehen wir mal jetzt rein in den Bierkönig. Mittlerweile haben wir 23:12 Uhr. Das war ein bisschen was von Rick Arena aus dem Bierkönig. Wir sind jetzt gerade hier Ballermann. Ballermann 7. Ballermann 7, sorry. Ja, wie zu erwarten war, war doch ein bisschen weniger los wie die letzten Tage. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es am Rick liegt, sondern einfach, weil die Leute halt über Ostern teilweise schon wieder abgereist sind. Ich gehe mal davon aus, dass es halt jetzt die nächsten zwei Wochen bis zum großen Bierkönig-Opening unter der Woche auch wieder ruhiger werden wird. Klar, der eine oder andere ist da und ein bisschen Stimmung war auch vorhanden. Aber ja, unter der Woche wird es gedämpfter sein. Und ja, so war es auch heute. Deswegen alles kein Problem. Hat trotzdem Spaß gemacht und viel mehr konnte ich euch jetzt aber auch nicht zeigen, weil ist halt so. Es ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Ist halt immer schöner, wenn der Laden voll ist und richtig die Partystimmung zu übertragen. Wenn es dann halt so gedämpfter ist, dann lassen wir uns dann halt auch ein kleines bisschen Freiraum und machen dann ein bisschen weniger. Ich schätze mal, das wird kein Problem sein. Und dann würde ich sagen, so, war es doch für Pleite ein paar Mal kompakt. Ich weiß, der Killer-Michel ist nachher noch. Aber ich gehe mal davon aus, dass in der MK Arena heute auch nicht so viel los sein wird. Die Playa ist doch recht leer. Wie gesagt, viele Osterurlauber, die hier sind, sind auch eher mit Familien, mit Kindern hier. Und da wird halt nicht allzu viel los sein. Oberbayern ist auch noch Ina Colada und der Schäfer. Nee, ich glaube, da wird auch nicht allzu viel los sein. Und dann bringt es halt auch nichts, einen leeren Laden zu filmen. Aber wenn es dann halt nicht wirklich voll ist, dann... Nee, muss nicht sein, deswegen machen wir dann halt diese Auftritte von den Künstlern, die dann halt jetzt da sind, irgendwann während der Saison, wenn es dann voller ist. Aber trotzdem so einen kleinen Überblick für euch, dass es halt auch an der Playa nach Ostern, nach dem Soft Opening, nicht komplett voll ist. Müssen wir uns auch ein bisschen was gedulden.
Und damit würde ich sagen, war es das auch heute für Playa de Palma Kompakt. Tag und Nacht am Ballermann. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Und ich hoffe, morgen ist meine Erkältung ein kleines bisschen besser. Zumindest, dass der Schleim ein bisschen weggeht. Immerhin ist meine Stimme wieder besser geworden. Gestern hatte ich irgendwie mal komplette Ausfälle. Da habe ich geredet und auf einmal war nichts mehr da. Ja. Gut. Wenn wir dann hier vor den Strohhüten stehen, hier am Ballermann. Da sind wir jetzt 8, Ballermann 18 Mess. Beenden wir heute und ab morgen soll das Wetter besser werden, beziehungsweise noch besser werden. Dann haben wir auch tagsüber viel mehr Sonne, weniger Wind. Oh, und für alle, die dann jetzt die nächsten Tage kommen, ich weiß, viele gucken wegen des Wetter rein. Könnt ihr euch auf jeden Fall auf schöne, sonnige Tage gefasst machen. Anstand könnt ihr auch. Wassertemperatur liegt aktuell so bei rund 16 Grad. Wer es mag, mag es. Mir ist es noch zu kalt. Wobei ich letztes Jahr auch nicht im Meer war. Einfach entweder keine Zeit, keine Lust. Ja. Und bevor wir es jetzt unnötig in Länge ziehen, würde ich sagen, adios, buenas noches und tschüss von der Playa. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische.